wieder wurde ein weiterer Abschnitt des Weberbaches von der Stadt Braunschweig renaturiert. Der Träger des Renaturierungsprojektes war die untere Naturschutzbehörde der Stadt Braunschweig. Die Planung eines neuen Gewässerlaufes kann noch so gut sein. Ob daraus ein naturnahes Gewässer entsteht, liegt letztendlich in den Händen des Baggerfahrers. Bislang floss der Weberbach bei Bevenrode naturfern, neben der Hondelager Straße entlang. Der alte, begradigte Bachlauf bot Flora und Fauna nur wenig geeignete Lebensräume an. Beim Bau des neuen Gerinnes wurden tonnenweise Mutterboden abgefahren und teilweise im Gelände eingearbeitet. Starker Regen weichte den Boden auf und erschwerte das Arbeiten. Bei der Herstellung des Bachlaufes zeigte sich, dass der Mann im Bagger sein Gerät nicht nur bestens beherrschte, sondern als Angler wusste er auch ganz genau, wie ein natürlicher Wasserlauf auszusehen hat. Der neu gestaltete Lauf mit unterschiedlichen Breiten und Tiefen, schnell fließenden und beruhigten Abschnitten bietet eine Vielzahl von Besiedlungsmöglichkeiten für Fische, Fischnährtiere und Pflanzen. Zur Hochwasserreduzierung wurden mehrere Rückhalteteiche angelegt. Seit Dezember 2015
bereichert der neue Weberbach-Abschnitt das Ortsbild von Bevenrode.